Hi Leute, hier ist Dieter. Wir gehen mal ein Harpiendeck durch. Das möchte ich heute mit euch mal vorstellen. Wie immer, ihr könnt natürlich gerne Anregungen und Anmerkungen dazu geben. Oder aber auch das ganze Deck, wenn ihr es wollt, erwerben. Oder auch einzelne Karten, wenn ihr Bock drauf habt. Ist ja wieder groß im Kommen. Durch die neuen Serien sind dann nochmal einige gute Karten dazugekommen, sodass man die Harpien wirklich wieder spielen kann. Der lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen jetzt einfach mal an. Legen wir einfach los. Also ich habe hier in Common die Harpie, Cyber Harpie Lady. Dieselbe nochmal in Ultra aus SP1. Dann jetzt neu aus Crossed Souls die Harpien Harfinistin in Super Rare. Die ist dreimal dabei. Dann aus Legendary in Ultra Rare die Harpien Tänzerin. Die spielen wir auch dreimal. Dann eine ganz altbekannte, die Harpien Königin. Die ist jetzt aus Force of the Breaker in Rare. Dreimal. Dann aus LTGY die Harpien Kanalisiererin. Einmal in Ultra. In Deutsch und zweimal in Ultra in Englisch. Dann eine ganz alte Karte, ein Spieldrache. Dieser hier ist Ultra aus Legendary. Also ein Spieldrache der Harpien. Dann haben wir nochmal zweimal in Common ein Babyspieldrache der Harpien. Einmal, zweimal. Dann einmal in Rare die Harpien-Schwestern. Und noch einmal in Common. Dann legen wir mal los mit dem Harpien-Mädchen. Dreimal in Common. Dann eine Harpie in Super Rare. Und zwei in Common. Dann eine Harpie 1, zweimal in Common, einmal in Super Rare. Eine Harpie 2, zweimal in Common. Und eine Harpie 3, zweimal in Common. Dann mache ich noch dazu einen Beschwörermensch, zweimal. Das wäre es auch schon mit den normalen Monstern und mit den Effektmonstern. Jetzt legen wir da mal noch die Fallen dazu, eine ernste Warnung in Goldra, eine Lehre der Eitelkeit in Super Rare, eine bodenlose Fallgrube in Goldra, dreimal Spiegelkraft in Super Rare, dann ganz wichtig, zweimal auch in Super Rare die hysterische Party, dann ist Geschmackssache, mancher spielt es, mancher nicht, zweimal magische Hüte. Das wären die Fallenkarten. Dann kommt noch dazu Zauber, Zeichen der Hysterie, Super Rare, zweimal Deutsch, einmal Englisch. Dann einmal, ich hoffe der Platz reicht jetzt, legen wir gerade mal drüber oder hier hin, ein vornehmer Egoist in Super Rare. Dann spiele ich eine verbotene Lanze, die ist aus BP02 in Starfall und noch eine in Gold Rare. Dann dreimal in Super Rare die Jagdgründe der Harpien. Eminent wichtig für dieses Deck. Dann habe ich noch dreimal in Gold Rare Paralleltwister. Und zum Schluss noch göttlicher Wind aus dem Nebeltal. Das war jetzt auch nur das Main Deck. Side Deck könnt ihr euch auch bauen, wie ihr wollt. Da habe ich auch genug Karten in meinem Shop. Werdet ihr alles finden, was ihr braucht. Kastell, Exitonritter, alles Mögliche. Also wie gesagt, wenn ihr Karten wollt, braucht, euch ein Harpien-Deck bauen wollt, wie ihr seht, habe ich ziemlich alles hier. Meldet euch einfach, Link unter dem Video oder meine E-Mail. Und dann regeln wir das. Vielen Dank, bis bald. Ciao.